Roter Teppich beim London Film Festival für ein Codeknacker-Drama. The Imitation Game erzählt die Geschichte von Alan Turing. Das Informatikgenie war die zentrale Figur im Expertenteam, das die Enigma-Verschlüsselung der Nazis im Zweiten Weltkrieg knackte. Doch nach dem Krieg wurde Turing wegen seiner Homosexualität verurteilt und nahm sich schließlich das Leben. Das ist die Tragödie im außergewöhnlichen Leben dieses Mannes, dass seine Leistungen und sein Heldenmut und die strafrechtliche Verfolgung am Ende seines Lebens nicht bekannt genug sind. Er sollte auf dem Titelbild von Schulbüchern sein. Alan Turing wurde erst vergangenes Jahr begnadigt, 60 Jahre nach seinem Tod. Turing-Darsteller Benedict Cumberbatch gilt als heißer Anwärter auf einen Oscar. Keira Knightley spielt an seiner Seite eine weitere Codeknackerin mit politischem Anspruch. Joan Clark kämpfte für einen gleichen Platz und gleichen Lohn für Frauen. Das sind immer noch die wichtigsten Dinge, für die Feministinnen kämpfen. Und dabei gibt es immer noch Ungleichheit. Nach seiner Europapremiere hier kommt The Imitation Game im November zunächst in Großbritannien und in den USA in die Kinos. Im Januar dann auch in Deutschland.